Hallo, ich bin Martina und ich begrüße dich zum heutigen Yoga-Video aus der Serie Yoga für Läufer. Und diese kleine Sequenz, das ist eine Dehnsequenz, die du jederzeit nach dem Laufen üben kannst, praktizieren kannst. Du kannst sie draußen üben, direkt nach dem Lauf. Und an Hilfsmitteln brauchst du hier eigentlich nichts. Vielleicht eine Wand oder einen Baum in der Nähe. Und ja. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Sequenz und wir können gleich loslegen. Komm in den parallelen Stand. Richte dich hier nochmal ganz bewusst auf, deine Beine parallel aufgestellt. Oberschenkel nochmal so ein bisschen angespannt, ein bisschen fest. Nimm deine Arme nach oben, streck sie weit nach oben in die Länge, lass deine Schultern mal tief. Vielleicht jetzt hier für einen Moment so ein kleines dynamisches Stretching noch üben. Die Arme abwechselnd nach oben bringen. Und dann den rechten Arm lang werden lassen. Greif mit der linken Hand das rechte Handgelenk und komm in eine seitliche Neigung. Wir wollen hier die ganze Körperseite nochmal aufdehnen. Drehst dich zu deiner linken Seite. Schau, dass du hier eine schöne Dehnung in deiner rechten Flanke spürst. Auch hier immer weiter atmen, auch bei der Dehnung. Wenn du mehr möchtest, kreuzt du den rechten Fuß vor den linken. Halten. Und langsam lösen. Arme nochmal senken, die Füße nochmal ausrichten. Schulter nochmal tief lassen. Und dann nimmst du deine Arme nochmal nach oben. Greifst dir mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Und ziehst dich zu deiner rechten Seite rüber, dass du hier in deiner linken Flanke eine Dehnung spürst. Halten. Und auch gerne, wenn du magst, die Füße nochmal kreuzen, dass der linke Fuß vor den rechten kommt. Die Dehnung genießen für deine Körperseiten. Und langsam nochmal lösen, die Arme nochmal sinken lassen. Komm jetzt in eine Dehnung für den Rücken, eine Variation des Hundes, die man gerne im Freien ausüben kann. Stell dich an einen Baum oder an Wand, setze deine Hände an diesen Baum. Die Arme sind wirklich körperlang, also sind wirklich in voller Länge vom Körper ausgestreckt. Du beugst dich nach vorne, sodass dein Rücken, dass der parallel zum Boden ist. Und halten. Und Füße stehen hier parallel. Halten. Die Dehnung für deinen Rücken genießen. Halten. Und langsam nochmal nach oben wandern, nochmal auflösen. Und zurückkommen. Wir kommen jetzt zu einer Dehnung für die Oberschenkelvorderseiten. Hier kannst du dir gerne wieder Hilfe nehmen oder eben das Ganze freihändig machen, wenn du mehr für deine Balance noch tun möchtest. Greif dir mit deiner rechten Hand das rechte Fußgelenk oder den Fußspann. Schau, dass deine Knie in einer Linie sind, in einer Höhe sind. Also, dass du nicht hier den machst, mit dem Knie abhaust, sondern dass die Knie parallel sind. Entweder ist es deine Variante, gerne auch abgestützt. Oder du kommst noch ein bisschen weiter in den ganzen Tänzer. Spanne hier zu den Bauch, so ein bisschen an, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Arm gerne nach vorne ausstrecken und das Knie immer weiter nach oben nehmen, dass du hier in so eine leichte Rückbeuge kommst, in den Tänzer. Und auch hier halten, atmen und die Dehnung genießen und die Balance genießen. Und langsam nochmal lösen. Knie nochmal leicht beugen. Und die Seite wechseln. Greif dir hier mit deiner linken Hand das linke Fußgelenk. Auch gerne kannst du hier wieder in dieser Variante bleiben, in dieser sanften Oberschenkeldehnung. Oder gehst ein Stückchen weiter für die Balance. Gerne den Arm nach vorne nehmen. Und dann in den Tänzer kommen. Halten, Dehnung genießen.
und langsam nochmal lösen. Nochmal die Knie beugen, Spannung rausnehmen, Schulter nochmal senken. Wir kommen jetzt in eine Dehnung für die Po-Außenseiten, Piriformis und die Gesäßmuskeln. Rechtes Bein anwinkeln, Fußgelenk, oberhalb vom Kniegelenk ablegen. Entweder dich wieder an deinem Bäumchen abstützen und dich langsam mit geradem Rücken tief setzen, als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Hände gern vor dein Herz nehmen in die Gebetshaltung oder abgestützt bleiben. So hast du gleichzeitig nochmal eine Balanceübung. Halten, halten, lächeln. Und nochmal auflösen. Beine nochmal lösen und die Seite wechseln. Nimm dir jetzt den linken Fuß über das rechte Knie und setz dich langsam nochmal mit geradem Rücken tief nach unten, dass du hier eine Dehnung in deinen Beinaußenseiten hier nochmal spürst. Dehnung genießen und nochmal lösen. Knie nochmal beugen. Genau. Wir kommen jetzt in eine Dehnung für die Beinrückseiten, die Pyramide. Dazu nimmst du deinen rechten Fuß nach vorne. Die Füße ja nicht ganz so einen Meter auseinander, die Füße zeigen parallel, zeigen in die gleiche Richtung. Hüftknochen sind parallel. Deine Hände kannst du entweder in die rückwärtige Gebetshaltung hinter deinen Rücken nehmen, sollte das von der Beweglichkeit nicht machbar sein, dann gerne deine Ellbogen greifen hinterm Rücken. Komm hier nochmal in deine Schrittstellung. Einatmen, schauen, dass die Beckenknochen parallel sind. Und mit der Ausatmung beugst du dich über den Boden parallel und kommst hier in so eine Art Tischposition. Hier entweder bleiben oder noch ein Stückchen weiter absinken. Die Vorwärtsbeuge, wenn du dich mit deiner Brust über dein Bein absinkst, kannst du hier gerne das Knie vom vorderen Bein noch so ein bisschen anwinkeln. Hier für einen Moment halten. Die Dehnung genießen. Und langsam nochmal nach oben kommen und nochmal auflösen. Wenn du die Ellbogen gegriffen hast, dann gerne mal die Seite wechseln oder wenn du die Hände hinterm Rücken lässt, dann lässt du die Hände so gefaltet. Setz nun das rechte Bein nach hinten. Auch hier nochmal schauen, dass deine Hüftknochen hier parallel nach vorne zeigen. Einatmen, mit der Ausatmung in die Tischposition kommen. Entweder hier bleiben oder noch ein Stückchen tiefer sinken. Über dein vorderes Bein. Und auch hier halten. Die Pyramide, das ist eine sehr schöne Dehnübung für Läufer, die wirklich deine Beinrückseiten nochmal richtig intensiv dehnt, auch die Waden dehnt, vor allem so Oberschenkelrückseiten werden hier schön nochmal angesprochen. Auch hier nochmal halten für einen Moment und atmen natürlich, immer weiter atmen, halten. Und dann langsam lösen. Nochmal die Beine zusammenbringen. Und dann kommen wir jetzt noch in eine Dehnung für den Hüftbeuger. Nimm dein rechtes Bein in der Schrittstellung nach hinten. Schau auch hier nochmal, Beckenknochen sind parallel. Wichtig ist hier in dieser Position, vorderes Knie ist gebeugt. Knie ist über Fußgelenk, geht nicht darüber hinaus. Also, dass du hier nicht so spitze Knie machst, sondern die Gelenke wirklich übereinander stapelst. Du kannst dich gern auf deinem vorderen Oberschenkel abstützen, hier die Dehnung so ein bisschen genießen, das hintere Bein gestreckt lassen.
Hier für einen Moment halten. Und dann langsam den rechten Arm nach oben nehmen, ausstrecken und dich zur Seite neigen. Dass du hier nochmal eine Dehnung in der rechten Flanke spürst. Den gleichzeitig auch nochmal die Beinaußenseiten, die ja durchs Laufen oft sehr, sehr verspannt sind auch. Halten für einen Moment. Halten. Halten. Und langsam nochmal auflösen, nochmal nach vorne kommen und die Seite wechseln. Linkes Bein geht jetzt nach hinten. Auch hier nochmal deine Hüftknochen parallel nach vorne ausgerichtet lassen. Kniegelenk über Fußgelenk, hinteres Bein lang. Die Dehnung genießen, atmen. Atmen, halten, atmen. Und dann den linken Arm nach oben nehmen und dich zu deiner rechten Seite neigen, dass du hier in deiner linken Flanke die Dehnung spürst. Ja, nochmal Bein, Außenseiten. Für einen Moment halten. Und dann nochmal die Position auflösen. Und nochmal nach oben kommen. Kommst du eine breite Grätsche, da wollen die beiden Innenseiten dehnen. Die Füße sind so leicht einwärts gedreht. Die Oberschenkel lässt du jetzt fest werden, ziehst die Kniescheiben so ein bisschen zu dir heran. Setz deine Hände in deine Hüften, atme ein und komm mit der Ausatmung erstmal tief nochmal in eine Tischposition. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter, nimmst deine Hände in so eine Art Flechtgriff. Wir wollen nämlich gleichzeitig auch nochmal die Schultern mit dehnen. Also Hände in so einen Flechtgriff, eine Räuberleiter. Und beugst dich noch ein Stückchen weiter nach unten. Deine Hüften sollten ungefähr über deinen Fersen noch bleiben. Du könntest hier gerne deine Knie anbeugen, wenn das für dich einfacher ist. Und dann die Dehnung für deine Beininnenseiten und deine Schultern genießen. Halten und atmen. Und dann langsam noch mal aufzulösen, nach oben zu kommen, die Beine noch mal so ein bisschen enger zusammenzubringen, so etwas weiter als hüftweit, so ein Stückchen weiter, Füße so Charlie Chaplin mäßig mich nach außen zu bringen und dich dann in die tiefe Hocke zu setzen. Hier lass deinen Rücken gerne lang, Hände kannst du in die Gebetshaltung vor dein Herz nehmen. Es kann sein, dass du hier mit deinen Füßen nicht ganz so in dieser Charlie Chaplin-Haltung bist, sondern mehr, dass es sich für dich angenehmer anfühlt, die Füße nach vorne zu lassen. Auch das ist in Ordnung. Schau einfach, dass deine Füße und deine Knie in die gleiche Richtung zeigen. Den Rücken lang werden lassen. Falls das auf Anhieb noch nicht klappt, diese Position im Freien zu üben, kannst du dir gerne erst auch mal zu Hause üben, indem du dir eine gefaltete Decke unter deine Füße legst. Das ist eine besonders schöne Übung, die zum einen deine Hüften öffnet und zum anderen eben deine Waden dehnt und es ist eine sehr schöne Dehnung auch für den Bereich der Achillessehne, für deine Sprunggelenke. Halten. Lächeln und langsam nochmal auflösen, die Beine strecken, die Füße jetzt ein bisschen enger zusammen, jetzt hüftschmal auseinander, da parallel bringen und dich nach vorne beugen, in eine tiefe Vorbeuge, deine Ellbogen gerne hier greifen und gerne auch, wenn du magst, deine Knie beugen, wenn das für dich angenehmer ist. Und hier für einen Moment halten, du kannst hier gern so ein bisschen federn in dieser Position.
Und auch gern mal so ein bisschen zu den Seitenfedern. Und deine Faszien hier nochmal zu dehnen. Dann langsam noch mal Wirbel für Wirbel aufzurollen. Komm noch mal nach oben, fächer die Arme nach oben. Komm erstmal noch eine kleine Variante von dieser Vorwärtsbeuge. Nimm dann deine Füße ein bisschen enger zusammen, den rechten Fuß vor den linken, die Arme noch mal nach oben bringen. Ausatmen, tiefer sinken in die Vorbeuge. Und noch mal die Dehnung deiner Beinrückseiten genießen, den Rücken. Noch mal genießen. Und dann noch mal die Arme auffächern, nach oben kommen. Beine lösen und die Seite wechseln. Linker Fuß vor den rechten. Arme noch mal auffächern, ausatmen, noch mal tief sinken, in die Vorwärtsbeuge kommen. Halten. Und dann langsam noch mal die Arme nach oben bringen. Lösen. Und zurückkommen in den Stand. Gerne noch mal alles auslockern, die Hände noch mal so ein bisschen ausschütteln. So, als wolltest du alles, was an Verspannung noch jetzt ist, noch mal lösen, noch mal abschütteln. Auch gerne die Füße noch mal ausschütteln. Das kannst du auch so lange wiederholen, wie du möchtest. Und dann komm noch mal zurück. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Und wenn dir dieses kleine Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like oder einen Kommentar oder abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.